Gute und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin und habe auch heute wieder vier Themen für euch am Start. Die Next-Gen-Version von The Witcher 3 Wild Hunt hat endlich einen Release-Termin. NCSoft arbeitet an einem Online-Shooter. Sonic Frontiers, da spricht der Director von einem Release als globalen Playtest. Und The Game Awards 2022, das sind die Nominierten. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt und nichts mehr verpassen möchtet, lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Da werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es irgendetwas Neues von uns gibt. Jetzt viel Spaß mit den News. Lange haben wir darauf gewartet, nun ist es endlich in greifbarer Nähe. Das The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen Upgrade von CD Projekt Red hat nun offiziell einen Release-Termin. Und zwar den 14. Dezember. Zuvor war es ja leider auch schon mal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Die Next Gen Version wird es, wie es auch schon im Namen steckt, selbstredend nur für die Xbox Series und die PlayStation 5 erscheinen. Zudem erhält der PC die Complete Edition. Solltet ihr zudem schon The Witcher 3 für PC, Xbox One oder PlayStation 4 besitzen, erwartet euch ein kostenfreies Update auf die überarbeitete Version. Also eigentlich die perfekte Möglichkeit, den Titel nochmal anzuschauen. NCSoft hat erst kürzlich von sich reden gemacht, da der Entwickler mit Sony zusammen angeblich ein MMORPG im Horizon-Franchise entwickelt. Jetzt ist noch ein neues Projekt aufgetaucht. Unter dem Codenamen Project LLL arbeitet man dabei an einer komplett neuen IP. Dabei handelt es sich um einen Online-Multiplayer-Shooter mit MMO-Ansatz, der auf eine offene Spielwelt setzt. Inspiriert wird der Titel dabei durch Blade Runner sowie Total Recall. Im Zuge der Ankündigung zeigte man sogar direkt einen ersten Gameplay-Trailer, der gut 3 Minuten dauert. Darin zu sehen sind verschiedene Waffen, Skills, Kämpfe und die Spielwelt an sich. Zieht euch den Trailer doch einfach mal rein. Seit einer Woche flitzt der blaue Igel wieder durch die Videospiellandschaft. Sonic Frontiers fährt dabei bis jetzt recht durchwachsene Kritiken ein, bis auf Steam, da hat es sogar 95% positive Reviews. Deutlich interessanter ist da aber die Aussage vom Director Morio Kishimoto. Man nehme das Feedback beim Sonic-Team ernst und will sich dessen annehmen. So ernst wie bei einem globalen Playtest. Ja, ich weiß nicht, ist jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, von einem Playtest zu reden, wenn trotzdem es als Vollpreistitel verkauft wird. Aber immerhin ist sich das Team der Probleme im Spiel bewusst und will daran arbeiten. Hoffen wir einfach mal das Beste. Am Ende des Jahres stehen wieder die Game Awards an. Am 8. Dezember verspricht Jeff Keighley wieder Großes, darunter 50 Spiele mit mehreren Weltpremieren. Aber dann gibt es ja auch noch so ein paar Auszeichnungen. Der heißeste Anwärter, zumindest wenn es nach der Anzahl an Nominierungen geht, ist God of War Ragnarök mit 10 Nominierungen. Dahinter folgen Elden Ring und Horizon Forbidden West mit jeweils 7 Nennungen. Die drei Titel werden wahrscheinlich auch Game of the Year unter sich ausmachen, neben den Spielen wie A Plague Tale Requiem, Stray und Xenoblade Chronicles 3. Und das war's auch schon wieder mit den Gamesfeld-Nachrichten für heute. Wir hören uns morgen wieder, wie immer um 19 Uhr. Ciao!